Cheerio, meine lieben Pokémon-Trainer. Willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold in der Q-Block Challenge. So, ich speichere mal ganz flott kurz. So, und dann geht's auch weiter. Ich war heilen, hab mich gerade auf unsere Pokémon geheilt. Jetzt wollen wir. Genau. Die anderen Trainer hier noch platt machen. Nächstes Cap ist Level 25. Ich muss also ein bisschen aufpassen. Da kommt die Hibiskus. Level 2. Alles klar. Alles klar. Hier nimm Erstauner. Ich bin erstaunt, deswegen kriegst du einen Erstauner. Das ist natürlich meine Level 2 Libiskus reicht. Kani Mani. Auf Level 6. Dürfte im Grunde aber auch nur Tackle können auf, oder Kratzer auf dem Level. So zurückgeschreckt. Ja, wir versetzen derzeit alle Pokémon, gegnerische Pokémon ins Erstaunen. So, da kommt Mushas. Mushas Level 10. Ja. Müssen wir mal gucken. Kommt ein Superstyle an. Das hängt ja toll an. Panzerschutz, ja gut. Ist ganz okay, dass wir jetzt auf Nachtnebel wechseln. Kannst du bitte durchkommen? Danke. So. So, und Ben wird euch haben. Sehr schön. Tschüss, eine Chance. Level 18 für Hades. Wunderbar. Wie gesagt, Hades hat eigentlich echt gut aufgeholt. Und da kommt Goldini. Level 14. Uff. Ich glaube, ich hole mal Ray raus. Hallo, Goldini. Kennst du schon Funkensprung? Ist schmerzhaft. Bam. So, ich werde jetzt erstmal alle auf Level 20 hochziehen hier, je nachdem, also je nachdem, und dann schauen wir mal. Wir sind uns aber nicht sicher, was die vierte Arena sein wird. Ja, hier bitte. Jetzt kann ich dich jederzeit anrufen, egal ob es wichtig ist oder ob du so plaudern. Toll. Dankeschön. Du übst dich im Feuer spucken. Hast du denn noch Wasser dabei? So ein bisschen zum Löschen. Nee, Pflanze. Für Alter. Deswegen Dings, ne? Weil der hat normalerweise Magmas. Oh Gott, was setzt ihr denn gegen Giflo rein? Ich würde mal Ray einsetzen. Ich wollte gerade sagen, jetzt nämlich zwei Magmas, soweit ich das weiß. Trinken holen. Denn das greifen wir ja an. Was? Rumpur? Hä? Alles klar. Gut. Kopflos. Schreck zurück, sehr schön. Und noch mal Kopflos. Da kommt ja jetzt noch ein zweites Giflor, ne? Nee, ein Noctusk, Alter, dein Ernst? Auf Level 16. Wow. Das ist doch übel. Babs. Aber Ray ist ziemlich stark. Daher. Tschüss. Das ist natürlich heftig, ey. Er ist ein Giflo auf Level 11 und dann Noctusk auf Level 16. Also der mit seinen Magmas hier ist auch wirklich ein heftiger Trainer. So. Von mir aus. Wenn ich auf immer auch mit dem Feuer spucken, das ist gut. So, jetzt würfeln wir mal, denn wir würfeln wieder einen Pokémon-Fang. 3, 3, 6, 11, 14. Wieder ein Wasser-Pokémon. Ach Mann. Wenn man jetzt 10.000 Wasser-Pokémon. Sorry, Nidoking, du bist kein Wasser-Pokémon.
Ach, ein Wasser-Pokémon, alles klar. Aber erstmal müssen wir gegen den Herrn kämpfen. Gibt es denn Kiefer-Pokémon? Er hat sogar ein Kiefer-Pokémon von Pionsgörer. Das ist natürlich genial. Jetzt kommt mit Silberblick. Silberblick. Blip. Das ist auch Traumschaden. Stachel. Hier, nimm mal einen Nachtnebel. Kommen wir nochmal Silberblick. Aua. So, hier. Kiefer-Sammler Ulu wurde besiegt. Ja, von mir aus. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Okay, sie haben die Items wieder, gut. Irgendwie war das doch irgendwo gewesen, dass sie denn ihre Items nicht mehr haben, dass die einfach weg sind. Du bist leider kein Wasser-Pokémon, Magnetilo. Aber dich hätte ich mal auf vorherigen Routen gebraucht. Als Stahl-Pokémon. So, 5 Versuche haben wir noch. Ich gehe jetzt aber erstmal hier hin, um mir das Item zu holen. Honig. Toll. Kann ich voll gebrauchen. So, gehen wir weiter nach unten, weil hier unten ist bestimmt auch noch was. Da kommt eine Morderei. Du bist leider auch kein Wasser-Pokémon. Nummer 4. Das ist im Grunde Dupes. Das ist im Grunde Dupes, weil wir schon ein paar Papalymo haben. Sorry. Das heißt, das zählt nicht. Das heißt, wir sind jetzt immer noch bei Level 3. Hallo. Kommen wir gleich zu dir. Oh, Schwertanz. Nice. Kann ich das Granma beibringen? Oh, Beuteslime war die Attacke von Bianca, sehe ich gerade. Das kann Granma. Alles klar, ja. Für Sandwirbel. Kannst dich erst ein bisschen supporten mit Schwertanz und dann kannst du reinhauen. So, und Body Slam. Ja, hier, ich bin ganz Papa Limo lernt das zwar auch von alleine, aber hat das jetzt schon mal das. Ist doch auch nicht schlecht. So, für du Black Seed. Berlin erlernt Body Slam. Wunderbar. So. Dann kämpfen wir nochmal gegen ihn hier. So. Nachtnebel. Gegen Gehweier. Sagen, also viel Schaden, war ein Crit. Das hätte mir aber auch gewundert, wenn das viel Schaden auf normalen getan hätte. So. Das ist bei Gehweier. So, Level 19 für Hades, das ist ja gut. Und da kommt noch ein Blutzug. Also tausche ich mal aus. Granma, du bist dran! Da will ich mal die neue Kombi ausprobieren. Das ist Vergiften, ey. Ba, 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 ba. So, erstmal den Schwertanz. Nicht vorhandene Schaden. Anders als beim Gift. Flammenrad! Ja, hat gereicht für uns. Das ist sehr gut.
Und auch Kanma ist Level 18. Nice one. So. Nummer 4. Oh, Gardevoir, wirklich. Ich brauche ein Wasser-Pokémon, Leute. Also, 3 haben wir noch. 3 Versuche. Fange ich das jetzt, weil was ist das hier umsonst? Wisst ihr was, ich fange jetzt Quaxo. Das ist eklig. Nein! Kann das nur Abgesang? Ich muss natürlich jetzt aufpassen. Und jetzt kommt Köderball, schnapp es. Ja. Mann, Quaxo wurde gefangen. Sehr schön. Wie gesagt, wir haben zwar einen Dupes, aber wir haben schon Papalimo, aber... Können wir mal ganz kurz gucken, was das denn gleich für ein Dings hat, für Typ und so, also nicht für Typ, sondern was für ein Wesen. Siri. Dann gehen wir mal ins Pokémon Center. Hallo Siren. Mild. Spezialangriff sogar hoch. Du hast Blubstrahl und alles. Ich glaube, ich bin sogar so dreist und werde Papalimo doch austauschen. Gegen Siren. Weil das Moveset ist geil. Frage ist nur, ob Siren natürlich noch was lernt, aber ich gehe mal davon aus. Tut mir leid, Papalimo, muss leider raus. Ja, ich bewege mich mal ganz kurz, ganz schnell hier. Das heißt, beim nächsten Mal den Rahmen auch wieder mal ändern. Ich meine, ihr könnt auch Papalimo drin lassen und dann wird Papalimo halt zu Quax, zu Quapo, aber... Mit dem Angriffsminuswesen. So. Papalimo, es war nett, dass du dabei warst. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass ich deinen Body Slam aufgebraucht habe, aber. So. Siren ist da doch ein bisschen besser, was das Handeln angeht. Müssen wir halt nur ein bisschen nachtrainieren dann, aber es ist in Ordnung. Gut, und außerdem ist die Route so jetzt nicht verschwindet. Wäre ja sonst anders. Ja klar dass nur Absage und Abgesang einsetzt. Blubstrahl wäre ja auch ziemlich bescheiden. Obwohl, das hat auch mehr als Blubstrahl, als ich das gerade gesehen habe. Siren? Hat aber Feuchtigkeit. Findet selbst zerstören hat, Kampf zerstören den Kampf. Was? Der Kampf kämpft denn, alles klar. Ja, Hypnose und Duplexie. Naja, so. Dann gehen wir jetzt nochmal das nächste Pokémon fangen im Nationalpark. Da holen wir uns erstmal die Flinkklaue, ne? Bei der netten Dame hier. So. Dankeschön. Mülleimer ist nichts. So, aber ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt erst einmal die Items. Das gibt ja auf jeden Fall noch eine TM. Dun, dun, dun. Hier war der Durchgang. Da. Ich kann mal ganz kurz nochmal laufen, weil dann kann ich schon mal würfeln. Oh, 3, 8. 8 ist Kampf. Ich glaube, das ist das niedrigste Würfelergebnis, was wir bisher hatten, ne? Also hier im Nationalpark müssen wir ein Kampf-Pokémon fangen.
Nein, möchte ich nicht. Tarnung, ernsthaft. Wow, das ist eine total nutzvolle TM. So, ist hier nicht auch was? Doch, ich wollte gerade sagen, eine Wechselhülle, ernsthaft. Also manchmal, ne? Wow, also die aus... Die Dings, ne? Ist bei euch der Zaun auch so komisch, dass der sich so komisch wellt? Ja. Strange. So. Ja gut, da kommt man nicht hoch. Aber hier ist noch was. Ein Funkelstein. Oh cool, jetzt brauche ich einen Kirlia. Und natürlich den Wurf für Psycho-Pokémon, der mit Nummer 22 ziemlich schwer werden dürfte. Na dann machen wir mal. Kampf-Pokémon. Hallo Magbrand. Du bist kein Kampf-Pokémon. Auch wenn du so megamäßig aussiehst. Leider nein. Nummer 2. Sengo, du bist auch kein Kampf-Pokémon. Nummer 3. Nochmal Sengo. Geh mal weg, Sengo. Ich glaube, ich gehe mal unten ins Gras. Nummer 4. Nikoro. Na, scheint, dass wir nicht so das Glück haben werden, den Kampf-Pokémon. Hallo. Dum, 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 dum. Hallo, Zwölig. Kennst du Hannes schon? Zurück. Ja, sehr schön. Und tschüss. Und ein Driftlon. Och nö. Oh Gott. Erste Arena. Driftlon. I. Ich hoffe, das ist meine Technik, meine Taktik. Boah, Alter. Ich brauch Finto oder so einen Schmarrn. Windstoß? Alles klar. Hier, krass, noch ein Erstauner. Das ist jetzt auch wieder Erstauner. Hör auf damit. Das ist doch... Kann doch nicht angehen, Alter. Toll! Wir haben alles verloren. Yay! Scheiß Crit. Geh weg! Nein, ich will deine doofe Nummer nicht. Steckst dir den Hut. So, Nummer 5. Hallo Tour Talk. Ja, nie ist klar. Hallo Bildofisch. Nummer 6. Sushi, wie geht's dir? So, letztes Pokémon. Komm schon, gib mir ein Kampf-Pokémon. Gut, kein Pokémon für uns in den Nationalpark.
hier gibt's dann Computer, ne? Ey, das ist wieder so. Natürlich muss ein übertriebener Crit kommen. Warum auch nicht? So, hier ist der Computer. Obwohl das ein Quatsch ist, weil ich werde gleich so Sirene noch nahe trainieren müssen, aber. Hades, tut mir echt leid. Es hat echt Spaß gemacht. Du warst echt super. Aber dann kam so ein nerviger Crit, ey. So. Naja, Leute, wie bereits gesagt, ich werde jetzt meine Pokémon bis auf Level 20 trainieren. Wenn wir ein bisschen vorankommen, Sirene aus einer anderen Ertrag trainiert werden. Ihr schmeißt am besten einen Daumen auf das Video, denkt daran zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.